Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enzergebirge V3, wieder mit dem Leon heute. Hallo. Mit dem Gruppi. Hallo. Mit dem McMopsy. Heiner. Dann haben wir noch den Leo. Heiner. Und den Sven. Heiner. So, wir sind immer noch fleißig hier im Häcksel. Das wird natürlich jetzt noch ein paar Folgen dauern, ist klar, weil... Aber natürlich haben wir es dann erstmal. Ganz... Ich muss ein Stück... Ganz kurz noch... Ja, sehr gut. Alter, was hupt hier? Irgendwann ein Beta hupt hier. Weiß gar nicht, was das ist. Ja, Jungs, was gibt Neues? Nicht viel, ne? Nicht viel? Das ist nicht viel. Das der, Leo ist wahr. Der Leo spielt mit dem Licht rum. Bist voll. Er haut doch schon ab. Bist voll, mach dich weg hier. Mein Gott. So, der Gruppe ist mittlerweile mit der Drille angekommen. Jawohl. Wird es gleich mal nicht Körner mal sehen, ne? Nicht Zuckerrüben? Nicht Luzerne? Nee. Gerste. Richtig. Gerste wird ansehen. Cool aus. Ja. Läuft. Läuft. Kontostand ist noch nicht größer oder kleiner geworden. Ziemlich gleichbleibend. Hatte man hier mal geguckt, die Kühe alles haben, ob wir da vielleicht mal ausmisten müssen oder solche Sachen? Ich weiß es nämlich gar nicht. Doch, ausmisten müssen wir mal da, ne? Ausmisten müssen wir mal, okay. Wir müssen mal den Animal Hut mit reinnehmen, der wäre nicht so schlecht. Ja. Aber ich habe das, wir haben das leider vergessen. Ich glaube, der Leo muss immer ein bisschen warten, bis wir fertig sind, ne? Ja, wie viel Arbeitsbreite hat dein grober Gedings? 6 Meter. Ah, okay. Ich glaube, den Trecker darf niemand sonst nehmen, sonst ist Leo ein bisschen aggro. Nö. Ist egal? Stehst du da drüber? Alter, geht sich grad so aus, ne? Das geht sich gerade so aus. Was hast du für einen McMopsy? Den 100? Den 1300 hast du, okay? Ja. Der schafft das ganz gut von der Leistung her, oder nicht? Ja. Doch, passt. Schon. Ich weiß gar nicht, wie der Beste hat. Da tut er sich ein bisschen schwer. Aber ja. Sonst. Ja, okay. Ich weiß nicht, was hat der Leo? Was hat der Feiner? Der Leo hat den 1800er, glaube ich, ist das, oder? Hat er den schwersten. Ja, genau, das ist der schwerste. In der Black Beauty Edition. Auch ein schönes, nettes Gerätchen. Der hat sogar diese Fahrtrichtungsgedöns, oder wie heißt das? Hab ich auch. Hast du auch, okay? Ja. Das ist schon ein geiles Feature, speziell beim... Wenn du jetzt häckseln würdest, ne, mit dem Heck-Häcksler. Ja. Dann wäre das ein geiles Feature. So, ich bin weg.de. Mach dich weg, die. So, wo ist der Leon? Da ist er schon, sehr schön. Leon, ist es absichtlich, dass du alle Türen offen hast? Ja. Klingt's hier, oder was? Warm, sagt er. Warm. Keine Klima kaputt. Klima hat er nicht. Hast du sogar die Frontscheibe offen? Hat er offen, ne? Alles, was geht. Nee, das Dach hat er noch zu. Das Dach ist noch zu, okay. Geht gleich auf. Ja, aber nicht im Mais reinfahren. Hallo, nicht im Mais reinfahren. Jetzt bleibt er stehen. Ohne Witz, ne? Oh Mann. So, der Leo. Oh, der Leo ist beim Ausmisten, okay. Läuft. Fleißig. Fleißig, der kleine Kerlchen. Leo, haben wir eigentlich schon Mistscheuer und Güllefass mit reingenommen? Ich weiß es gar nicht. Güllefass, glaube ich, ja. Ja, Güllefass schon? Mistscheuer bin ich mir unsicher. Da gucken wir mal. Glaub, Leon? Leon sucht immer noch den Knopf für das Dachfenster, glaube ich. So. Ja gut. Also hier schaffen wir. Das halbe Feld haben wir schon runter, Jungs, ne? Also läuft. Yep. Läuft. Was ist los mit dir? Ich finde den Chat. Wer hat die Radlader dahingestellt? Bring's mal so vor das Silo. Das war wahrscheinlich der Sven. Wo ist denn der Sven eigentlich? Der Sven?
Sven ist sitzt immer noch im Schlüter, ist da festgewachsen. Ja. Die stehen da echt scheiße. Die Radlader. Beziehungsweise der eine Radlader noch. Ja, fahr ihn halt weg schnell. Ja, ich bin jetzt schon wieder am Feld. Bist du schon wieder? War ich. Sehr schön, oh, sehr schön. Gut, ja, mehr haben wir momentan nicht mehr Arbeitskräfte, ne? Was sonst hätte ich gesagt, können doch einer ansehen, aber. Gut, dann müssen wir erstmal so durchziehen, die Nummer hier. Ach, das macht das GPS schon ganz gut. Macht er das ganz gut, okay. Ehrlich, ne? GPS, Tempomat mehr brauchst du nicht. Kannst du dir mal duschen gehen? Jo, so ungefähr. Hast du Warnblinker an? Ja. Ja, hat er. Ja. Alter, sieht man sogar den Hänger, ne? Alter, ja, Schwede. Ja. Richtig geil. Alter, jetzt wird's aber schon knapp hier, ne? Also, wie ich das ausgemessen habe, guck dir das mal an hier. Meisterleistung, siehst du? Wahnsinn. Ihr schreckt mich immer von mir selbst. Na, könnte gerade so passen, na? Sicher passt das, habe ich doch gemacht. Da unten wird's ein bisschen knifflig, aber sollte gehen. Passt. Sicher. So, hier fahren wir einmal außen rum. Mir eigentlich egal, wer der jetzt als Abfahrer kommt. Okay. Upp. Eine Pflanze stehen gelassen, ne? Eine Pflanze. So, wer ist denn das? Achso, war gar keiner da. Okay, läuft. Hey, wir hingen gerade quasi zusammen ineinander. Okay. Ist der Deutz Akku Star der letzte Überbleibsel aus dem Standardrepertoire? Ja, ne? Ja. Ziemlich. Ich hab mal gerade noch was aus dem alten Sido ausgekratzt. Oh, sehr schön. Hast du das Ah ja, du hast. Oh mein Gott. Werner, du hängst im Baum. Danke. Mit deinem Rohr. Ja. Immer wieder ein Problem, das. Ne? Muss hier mal ein Stückchen so fahren. Jetzt dürfte es wieder gehen, glaube ich. Yep. Okay, sehr gut. Gut, warum redet der Leo nicht mehr mit uns? Ja, alles gut. Och man, ich bin gerade England-Style gefahren. Oh, falsche Startseite. Du könntest dir den Spitznamen Boxfresh geben. Der macht das auch öfter, habe ich gehört. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, ne? Weil rauf runter ist nicht großartig lange hier, weil in der Mitte haben wir nur zwei Streifen. Ja, sonst müssen wir das aufteilen wieder, ne? Sonst das müssen wir mal hier das Stück machen und dann auf das andere Stück. Nee, wir fahren hier mal außen rum, ist. Oh mein Gott, der Baum. Nee, geht. Der hat Angst vor mir. Wir machen das Stückchen hier jetzt und dann fahren wir einfach runter und machen das andere Stückchen. Alles klar. Sonst schafft man das einfach nicht. So, aber die Didam-Anhänger, die waren auf alle Fälle eine gute Investition. Ja. Sind sehr günstig, super praktisch, sehen super aus. Passt alles. Und haben Blinker. Und Licht. Hupe haben sie nicht, aber ist egal. Und sie können abkippen. Ja, das wäre nicht so schlecht, ne? So, ja, jetzt kommt der McMopsy wieder ran, ne? So, jetzt müsste wahrscheinlich knapp neben mir fahren. Oh, schon wieder so ein Baum, ne? Oh mein Gott. Boah, knappe Sache. So. Oh, das schwarze Biest fährt wieder. Oh, ist es wieder in Bewegung? Haben wir. Achso, haben wir nicht, ne? Leo, weißt du, ob wir einen Aufsatz für Schwarthäckseln mit reingenommen haben? Nö, haben wir nicht. Aber da müsste wahrscheinlich eins dabei sein. Sagte er voller Hoffnung. Ansonsten nehmen wir das Krone-Schneid weg. Warte. Echt? Werner, warte. Warte auf mich. Das geht schon. Das geht schon, so. Ne?
Gas. Jetzt, warte, Gas, warte, Gas, Alter. Wir müssen Metas machen, wie der Lee immer sagt, Metas. Aber weißt du was, wir fahren jetzt einfach durch und machen das untere Stückchen zuerst. Ja, ohne mich. Ich bin weg.de. So. Okay, das heißt, ich, ja, weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen, das ganze Feld, aber spätestens morgen haben wir das ganze Feld runtergebissen. Ja, da wartet dann noch ein Feld auf uns, ne? Ja, da war das nicht so groß. Das ist überschaubar. Leon, Leon, Leon. Leon. Leon, sprich nicht mit mir, das ist nicht so cool. Ja, Entschuldigung, ich bin nicht an Brüschetal gewöhnt. Ach so, okay. Ja gut, das ist verzeihbar. Leo, hast du die Frontader schon verkauft eigentlich? Nee, hab ich nicht. Okay. Aber wir könnten die, solange wir noch keine... Ja, okay, wir haben jetzt zwei Hanomax, okay. Wir haben zwei Hanomax, ja. Ja. Und... Ja, wenn wir einen Hanomag am Hof brauchen, dann fahren wir halt schnell runter, oder? Leo, das hätte ja nicht lange gedauert jetzt, oder? Nee, ja, okay. Doch, der fährt 60, das ist kein Problem. Ach so, ja gut. Aha. Ja gut, der fährt schneller als wie der Häcksler und wie der Trecker wahrscheinlich hier. Ja. So, das heißt, wir können dann, wenn der Leo dann fertig ist mit Grubbern, können wir dann, ja, ein paar Leute losschicken zum Ansehen. So, wir fahren hoch runter, Leo, ne? Hoch, rund, runter. Haben wir einen Güllefass? Nee, haben wir nicht. Wir haben nur einen Güllezubringerfass. Ha! Ach so, okay. Ja, aber die Gülle müsste jetzt schon ein bisschen was da sein, ne? Ja, ja, deswegen. Nee, haben wir noch keins. Haben wir noch nicht. Haben vielleicht wir mal in einer BGA nicht. Schon. Sven, guck ja, mal. Vielleicht nach. Eine Investition wert, ich guck gerade. Ja. Mit nix kannst du auch kein Güllefass kaufen. Ja, 13, 163.000 Liter. Boah, ist schon einiges. Alter Schwede. Oh, das ist viel, ja. So, wir fahren hier wieder runter, Leon, ne? Heyo. War jetzt eigentlich schon viel Mist bei den Kühen oder wenig? Überschaubar wahrscheinlich. Mit wie viel haben wir? 50 Kühe? Ja. Kommt nicht so viel rein. Leo? Welchen Stall hast du jetzt ausgemistet? Den Kuhstall. Ja, welchen? Mit dem Mixfeeder oder den anderen? Mit dem anderen kannst du nicht ausmisten. Weil das Stroh hat man in den anderen reinkippen müssen. Richtig, da war ich auch drin. Okay. Da, was hupt hier? Das geht aber gar nicht. Ich bin weg, D.E. Oh. Ja, Mopsi, ich hab dich gehört. Also, vom Zug überhören. Der Motor ist lauter als wie die Hupe. Du lachst, ich muss damit leben. Schön ist das nicht. Soll es geben. Also, die Wendung war gut. Ja, ne? Das hat gepasst. So, okay, das Stückchen schaffen wir noch und dann fahren wir noch hoch zum anderen Stückchen. Jo. Und ja, läuft. Ich bin mal gespannt, wie viel wir da zusammenbekommen. Das bin jetzt, ich ja wirklich. Jetzt haben wir schon über 300.000. Ja, läuft. Haben wir die Hälfte jetzt ungefähr? Nee, 34% erst. Nee, die Hälfte von den Feldern würde ich jetzt mal fragen. Könnte ungefähr die Hälfte sein, ne? Könnte sein, ja. Bin schon da, ja. Weihnachten gibt's eine Flasche WD-40. Der Lenkrad klingt nicht mehr so gesund. Ja, macht nichts. Geht noch, sagt er. Ja, noch ja. Noch ja. So wie sich das anhört, geht das auch ziemlich schwer. Nee,
geht eigentlich relativ leicht, ne? Aber das ist dieser komische Motor von dem Force Feedback, ne? So. So, gut. Und knall das nach oben. Da fahren wir jetzt mal nach oben, ne? Halt das Geld. Halt das Geld, und Geld haben wir nicht. Genau. Alter, da geht 40, das Ding, ne? 40. Ich habe 45. Ob sie dein Motorgeräusch wird leiser? Was ist da los? Ja, ich habe auch ein bisschen Ladung drin, ne? Achso, okay, Entschuldigung. Bisschen schwerer als du. Ja, das ist klar. So. Gut, wir sind wieder fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde uns sehr freuen und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der Enz. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.